Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 24. Januar. Heute dabei DJI Mavic Air, Apple HomePod, DuckDuckGo, Facebook, WhatsApp und Netflix. Tja, gestern hatten wir von DJI den Leak und gestern Abend war es dann auch soweit. DJI hat eine neue Drohne vorgestellt, und zwar die Mavic Air. Alles wie geleakt und erwartet. Es ist praktisch die Mavic in klein, größer als die Spark, aber dadurch, dass man sie falten kann, ist sie am Ende doch wieder kleiner als die Spark. So groß wie ein Smartphone, wird dann so schön von DJI gesagt. Ja, das Teil ist 430 Gramm schwer, kann 68,4 Kilometer pro Stunde fliegen, 4K-Videos und so weiter. Details könnt ihr euch im Link in den Shownotes durchlesen, aber kommen wir mal zu dem wichtigsten Punkt, und zwar zum Preis. Dafür werden 849 Euro aufgerufen und da drin ist auch der Controller. Das Teil gibt es in drei Farben, schwarz, weiß und rot. Und wenn man das jetzt vom Preis sich anguckt und dagegen die Spark vergleicht, wo man den Controller separat kaufen muss, dann ist das Teil gar nicht mal so weit entfernt. Und auf jeden Fall muss man sich das überlegen bei einer Kaufentscheidung, die Spark mit dem Controller oder die Mavic Air. Es gibt auch wieder dazu ein Fly More Combo Package. Da war bei der Spark nämlich der Controller bei und dadurch wurde das Package interessant. Hier bei der Mavic Air ist da eine Akkuladestation, eine Reisetasche und ein paar Propeller mit drin. Und dafür werden 200 Euro mehr fällig, also 1049. Tja, das ist nicht mehr so mordsattraktiv, finde ich. Kann man machen, muss man nicht. Bei der Spark, wie gesagt, durch den Controller war es eine ganz andere Kiste. Ich bin gespannt, guck mir die auf jeden Fall mal an, wenn ich kann. Aber ein Upgrade werde ich da wohl nicht machen. Was ich wohl auch nicht kaufen werde, aber ihr vielleicht, ist der Apple HomePod. Ich bin ja mit Echos und Google Homes gut ausgerüstet. Deswegen habe ich kein Auge auf den HomePod geschmissen und deswegen war es mir auch egal, dass es sich verschoben hat mit dem Release. Aber jetzt wurde bekannt, ab Ende der Woche kann man ihn vorbestellen und ab 9. Februar wird er ausgeliefert, kann man sich in dem im Laden abholen, kaufen, wie man auch will, aber nur in USA, Großbritannien und in Australien. Deutschland und Frankreich sind dann erst im Frühjahr fällig und am Preis hat sich auch nichts geändert. In Amerika werden dafür 349 US-Dollar fällig, plus die jeweilige Steuer des Bundesstaates. Und das Teil muss auch noch geupdatet werden zum Ende des Jahres und kann dann AirPlay 2 und dann erst Multiroom, was ja andere Geräte jetzt schon können. Warten wir es ab, wie er ankommt. Ich bin gespannt auf die ersten Testberichte. Nächstes Thema, DuckDuckGo. Das ist ja der Browser, der besonders für Datenschutz und Privatsphäre bekannt ist. Und die haben jetzt ihre mobilen Apps aktualisiert und Browsererweiterungen rausgebracht für Google Chrome, für den Firefox und für Apple Safari. Wo fangen wir an? Die Apps wurden aktualisiert. Wie gesagt, das Interessante sind eher die Browsererweiterungen. Denn da kann man dann rausfinden, auch wenn man den Chrome, den Firefox oder den Safari benutzt, was die Webseiten so alles für Daten von einem sammeln wollen oder auch sammeln, wenn man es nicht verhindert. Und dann wird die Webseite auch mit einem Rating versehen, und zwar von A bis F, wo A dann total sicher und sonst was ist und F praktisch, die sammeln Daten und alles Mögliche von euch. Und DuckDuckGo hat schon gesagt, A wird es praktisch nie geben. Also ist B eigentlich schon der beste Wert, den man so erreichen kann. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an und bin gespannt, wie so ein paar Webseiten da abschneiden werden. Facebook zum Beispiel. Aber bei Facebook habe ich ein ganz anderes Thema. Denn die haben eine neue Zeiteinheit erfunden. Also gut, nicht Facebook, sondern technisch gesehen das Oculus-Team in Facebook. Und zwar die Zeiteinheit Flick. Es ist sehr komplex, es ist auch ein Link in den Shownotes dazu für die richtigen Zahlen-Nerds unter euch. Was ist ein Flick? Ein Flick ist, und das lese ich jetzt ab im Englischen, das kann ich in Deutsch so schnell auch wieder nicht greifen. A Flick is 1,705,600 of a second. Ja, okay.
wie gesagt, man kann sich es angucken, aber es wird interessant dadurch, dass es die klassischen Zahlen mit ein Film hat 24 Bilder, NTSC, PAL, diese ganzen verschiedenen Systeme mit ihren Bildraten, die kann man durch den Flick auf runde Zahlen bringen und das ist wohl gerade auch für Konvertierungen und Maschinen dann wieder sehr interessant. Also wie gesagt, ein sehr nerdiges Thema, aber auf jeden Fall eine gute Schlagzeile. Neue Zeiteinheit von Facebook erfunden und wie gesagt, schaut euch den Link an, wenn ihr so Zahlen-Nerd seid. Ich bin irgendwann ausgestiegen, aber für manche Leute ist es bestimmt interessant. Was auch interessant ist, wenn wir auch bei Facebook sind, können wir gleich mal wechseln zu WhatsApp. Die gehören ja zu Facebook. Und vor kurzem wurde ja erst der Status für WhatsApp Business gemacht. Und jetzt kommt raus, dass es wohl auch eine Bezahlfunktion geben wird. Und zwar so eine Peer-to-Peer-Bezahlfunktion wie Apple Pay Cash. Also ohne irgendeine Bank oder sonst wie schickt man sich einfach Geld mit einer Nachricht hin und her. Und das wurde wohl schon getestet intern und jetzt wird es nämlich extern getestet. Und zwar in Indien mit ganz wenig Nutzern, aber gerade in Ländern wie Indien oder auch in Afrika sind gerade solche Bezahlsysteme sehr interessant. Da die Leute mobil unterwegs sind, Festnetz und stationäre Rechner und Laptops eigentlich kaum genutzt werden. Die Leute nutzen Smartphones größtenteils. Und viele haben auch kein eigenes Konto. Und da werden gerade solche Peer-to-Peer-Bezahlsysteme total interessant. Und das wundert mich jetzt nicht, dass WhatsApp da einsteigt, obwohl ich das jetzt eher vom Facebook Messenger erwartet hatte, der ja auch so eine Funktion schon angekündigt hat, die bei uns in Deutschland alle noch nicht verfügbar sind. Da halte ich aber auch ein Auge drauf und bin gespannt, wie sich das so entwickelt und natürlich auch, wann Apple Pay Cash zu uns kommt oder wenn überhaupt Apple Pay mal zu uns kommt. Ja, und letztes Thema für heute ist Netflix. Die sind ja börsennotiert, das heißt, es mussten mal wieder Zahlen bekannt gegeben werden und das Beeindruckendste ist jetzt erstmal, Netflix ist nach letztem Stand über 100 Milliarden US-Dollar wert. Tja, beeindruckend. Die anderen Zahlen sind auch alle beeindruckend. Es gab zwar schon gute Zahlen, die sie angegeben haben, die sie erreichen wollen. Die haben sie praktisch alle geschlagen. Die Daten, die die Analysten erwartet haben, wurden auch entweder bestätigt oder geschlagen. Und Netflix geht es richtig gut. Und die bekommen immer neue Abokunden. Das, wo man denkt, irgendwann ist der Markt auch gesättigt, weil es kommen ja auch noch andere Player mit rein. Nee, Netflix findet anscheinend immer eine Lösung. Wenn ihr euch die weiteren Daten angucken möchtet, auch natürlich wieder einen Link in den Shownotes dazu. Ich rate euch einfach mal ein paar runter. Umsatz haben die 3,29 Milliarden gemacht in dem Quartal, logischerweise. Abonnenten in Q4 haben die in Amerika 1,98 Millionen. In Q4 international haben sie 6,36 Millionen. Und wie gesagt, weitere Informationen und Zahlen findet ihr in dem Link in den Shownotes. Und damit haben wir die Mitte der Woche erreicht. Ich hoffe, ihr seid soweit gut durchgekommen. Und ab morgen geht's in Richtung Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.